Ja, Beat Heldstab heute ist bekannt, dass sie im Coaching-Staff dazugehört beim EAC Fischb. Jetzt das Debüt ist schon nicht das, was sie sich sicher erhofft haben. Das ist genau so. Gut, ich bin erst heute dazugekommen, bin zur Mannschaft gestoßen und habe probiert, ein bisschen positive Energie reinzubringen. Ich meine, als ich so das Spiel angeschaut habe, im ersten Drittel war es noch wirklich gut, sind wir dran gewesen. Und immer, wenn das Spiel länger gegangen ist, sind wir ein bisschen, ja, schlechter geworden. Wir haben viel zu viele Fehler gemacht. Und schlussendlich war es danach so das höchste Resultat gewesen. Und Claude hat natürlich sehr konsequent und sehr gut gespielt. Sie haben es angesprochen, es hat viele individuelle Fehler gegeben im Mitteldrittel. Sie jetzt als ehemaliger Verteidiger, was raten Sie dann diesen Spielern? Oder haben Sie schon in der Drittelspause versucht, da irgendwie einen Impuls zu setzen, dass das nicht so oft vorkommt? Ja, es ist halt, wenn man vor allem gegen den Gegner wie Kloten spielt, dann muss man einfach noch einfacher spielen. Nicht etwas Kompliziertes, einfach die Scheibe raus. Und das haben wir leider nicht gemacht. Wir haben wirklich probiert, noch komplizierter zu spielen. Und dann sind einfach Fehler passiert. Und genau in der Situation, dann musst du so einfach wie möglich halt auch mal ein Icing machen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei. Danke vielmals. Merci vielmals.